Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Need for Speed Undercover. Yeah, schöner Drift. Oh, hoppala, habe ich mich hier wohl aus Versehen mal zurückgesetzt. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Ciao, Wu, du kannst mich mal. Und wir fahren ein Outrun-Rennen. Jetzt bin ich mal gespannt, das könnte jetzt entweder ganz schnell gehen oder ewig dauern. Porsche gegen Porsche, wer wird gewinnen? Au. Au, 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 das war so definitiv nicht geplant. Boah, den werden wir jetzt sowas von holen. Zack. Ich bin in Führung. Jeha. Au. Danke fürs Reinfahren. Wie überholt. Nein. Alter, nein. Okay, wir starten neu. Ich fahre heute eine echte Scheiße zusammen. Oh Mann. Nein! Alter! What the fuck? Was ist heute mit mir los? Okay, okay, okay. Ich fahr grad echt scheiße. Ach, egal, ihr startet nochmal neu, Alter. Läuft bei mir heute irgendwie nicht. Irgendwie nicht so wirklich. Au! Alter, was ist denn heute los? Irgendwie läuft es halt so richtig gar nicht. So richtig gar nicht. Ja, egal, wir sind vorbei und wir hauen hier mal alles runter. Und ich hau hier nochmal runter. Und jetzt Stoff, 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 wir müssen weg. Alter, das lief jetzt gerade am Anfang mal so richtig scheiße, ey. Aber so richtig. Aber jetzt kommen wir weg. Au. Ich muss vielleicht tatsächlich mal probieren, meinen Wagen ein bisschen mehr auf Handling auszulegen. Also gerade wenn es um Kurven geht, kacke ich ja echt ab, ey. Das werde ich nach dem Rennen auch einfach mal probieren, ob das dann nicht irgendwie ein bisschen besser ist. Ja. Links oder rechts? Ich nehme die Kante. Boah, shit. Alter, das ist knapp. Der hätte mich fast gekriegt, wäre er nicht auch in die Kante reingeschäppert, hätte er gewonnen. Aber wir haben dominiert. Jawohl, aber wirklich knapp. Richtig, richtig knapp. Und wir kriegen 10% auf Nitro. Es ist zu spät, um aufzugeben. Kümmert euch um G-Mac. Chao Wu ahnt nicht, dass er sich selbst eine Falle stellt. Wir kriegen sie alle. Auf diese Chance haben wir doch gewartet. G-Mac, deine Zeit ist um. Schauen wir doch mal.
Können wir G-Max schon festnehmen? Nö, können wir nicht. Ich soll mich zwar um ihn kümmern, aber wir können noch nicht. Na gut, egal. Wir fahren erstmal ein Checkpoint-Rennen. Und wir haben eine Minute Zeit. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird auch wieder so ein längeres Checkpoint-Rennen wie beim letzten Mal. Boah, das hat ja ewig gedauert, das letzte Checkpoint-Rennen. Jawohl, ne? Ne, jetzt sind wir schon bei 6%. Scheint ganz gut zu laufen. Boah, unser Auto schlittert, wenn wir sehr schnell fahren, einfach nur noch quer über die Straße. Sehr geil. Viel Gummi heißt viel Grip. Also, für den Nachfolgenden, der die Straße lang fährt. Boah, fuck, war das gerade schlecht. Alter, 4, 3, 2, 1 und... Boah, knapp. Echt knapp. What the fuck? Alter, was ist denn heute los? Irgendwie läuft's heute glatt. Oh Mann, aber wir können G-Mac endlich den Chaos machen. Wir haben die Genehmigung, ihn auszuschalten. Und Chao Wu steuert einfach selber auf sein Grab zu. Er ahnt nicht, dass wir ihm eine Falle stellen. Das klingt doch gut. Eigentlich hätte er schon merken müssen, wo wir sein Pagani geklaut haben und dann vor den Bullen abgeliefert haben. Aber sie wissen alle gar nichts. Nein! Alter! Oh Mann, was ist denn heute los? Irgendwie fahre ich heute echt beschissen. Nicht gut. Nein, Alter! Das eine Kante im ganzen Ding und ich bleib hängen. Alter. Übelst knappes Checkpoint-Rennen, weil ich so richtig beschissen fahre. Aber so richtig. Alter, fick dich. Au. Und die nächste Kante. Was ist nur los mit mir heute? Ja, vielleicht bin ich einfach abgelenkt. Leute, ich erzähle euch das kurz bei diesem Checkpoint-Rennen. Ich hatte einen Unfall mit meinem Fahrzeug, beziehungsweise, was heißt, ich hatte einen. Mir ist jemand reingefahren und heute kommt der Gutachter der Versicherung und schaut sich das an. Irgendwie bin ich heute vom Kopf nicht ganz da. Wahrscheinlich fahre ich deswegen auch so beschissen. Ja, und ich drück nach links. Und fahre natürlich erstmal wieder voll in die falsche Richtung. Alter, ich darf bei dem Auto Handbremse eigentlich gar nicht benutzen. Au! Okay, ich habe 85% gemeistert und ich habe noch 30 Sekunden. Oh shit, das wird eine echt enge Kiste. Es wird verdammt eng. Meine Finger von der Handbremse lassen. Die Finger von der Handbremse nicht in den Verkehr, verdammt. Ja, klar. Na egal, da vorne ist unser Ziel. Dominiert wahrscheinlich nicht, aber gewonnen. Du hast gewonnen. Ja gut, Dominanz, ich mein gut. Hinten, indem wir G-Max Organisation auseinandernehmen. Fang bei Nickel an. Ich bin gerade dabei, ihn zu orten. Hol ihn dir. Schalte Nickel Rogers aus. Dann suchen wir den nochmal. Den Hund. Hab ihn. Er ist geortet.
Silverwood Bridge, 18.39 Uhr. Nickel. Boom. Nein, du bist absolut nicht bereit für mich. Du weißt es nur noch nicht. Zack. Ah, scheiße, die Cops habe ich auch noch. Oh, ich hänge in der Kante, Alter. Ich komme nicht weg. What the fuck? Nickel, ich muss dich mal kurz alleine lassen. Nein! Alter, ich hab nicht gerechnet, dass es so weit versetzt zu mir kommt. Jetzt geh mal weg. Weg, 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 weg. Alter, geh weg! Ja, ich weiß, dass ich ihn verliere. Die scheiß Bullen lassen mich ja nicht weg. Klar, aber Nickel ist da durchgekommen. Als ob. Shit, Nickel ist entkommen. Also gut, auf ein neues. Nickel, du Sau. Wegen den scheiß Cops, ey. Damit lasse ich dich nicht davon kommen. Ich mach dich kalt. Ich mach dich ja sowas von kalt. Ich bin bereit für dich, Kleiner. Nein, du bist nicht bereit für mich. Ich bin Undercover Cop. Du kommst nicht mal annähernd an mich hin. Und boom! Autsch. Ja, und fahr den Cops in die Arme. Jawohl. Alter Nickel, was ist bloß falsch mit dir? Du hast das Radar doch auf! Ja, ich kann jetzt nicht zu langsam fahren, weil sonst funktioniert das hier nicht. Und zack! Ja, natürlich, die Cops ist auch nicht großartig interessiert. Und jetzt krache ich dir richtig rein und zack! Alter, dass er sich da gleich sofort wegdrehen muss. Alter, fährst du nur schlechter wie ich heute. Nickel, was ist bloß falsch mit dir? Zack! Und die Cops drängen mich schon wieder ab, Alter! Das Objekt ist zum Reservoir gefahren. Er ist offroad unterwegs zum Wasserreservoir. Alter, was ist bloß los mit euch? Zack! Und jetzt konnte ich gerade nicht mehr reagieren. Jawohl. Alter, ich muss ihn kriegen. Ich muss ihn wieder kriegen. Nein! Alter. Bah, ich bin schon eh heute nicht so konzentriert wie sonst. Oh, der ist... Alter, fick dich, Nickel. Wenn ich dich krieg, dann steck ich dir einen Stock in den Arsch. Alter. Was ist heute bloß los?
Ciao. Nein, du bist nicht bereit für mich. Aber komischerweise nie dreht er um, wenn ich die Cops hinter mir habe. Alter, das fängt so beschissen an schon. Machst mich platt? Glaube ich nicht. Ah, voll daneben. Alter, Nickel bleibt doch nicht so beschissen, einfach nur dastehen. Alter. Alter, das ist wie ein schlechtes Outrun-Rennen hier. Nur mit Cops. Okay, okay, okay. Alter, ich komme nicht weg. Und Nickel scheint wieder zu entkommen. Das ist nicht gut. Und ich fahre natürlich wieder daneben. Und ich kann mich absolut nicht mehr bewegen. Jawohl. Alter, das ist so frustrierend gerade. Alter, ich fahr scheiße wie Hölle. Ich hab da irgendwie eine voll scheiß Laune. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht. Zack! Ja, ich bin absolut gefährlich. Ich bin Undercover Cop. Mein Schaden zahlt der Steuerzahler. Boah, er raucht schon. Er raucht schon. Das ist gut. Wow. Ja, ich weiß, Nickel entkommt. Den Screen habe ich jetzt leider schon viel zu oft gesehen. Dann müssen wir was dagegen tun, er darf nicht entkommen. So, und jetzt einmal so richtig, zack. Ich werde Nickel schon noch stoppen. Chase Lynn macht auch noch Stress. Ja, Leute. Irgendwie. Zack. Ich leg mich mit der Nickel an. Wortwitz. Umdrehen hilft dir auch nicht. Und zack. Ja, mach mich doch platt. Na komm, los. Einmal Schwung sammeln für unseren finalen Stoß. Ah, berührt habe ich ihn. Gemacht hat sie gar nichts. Aber jetzt, zack. Alter, warum juckt es denn nicht? Was ist los mit dem? Und jetzt steht die KI noch im Weg, aber zack. Ja gut, jetzt hatte ich aber keinen Schwung mehr. Ach, verdammt. Alter, wie weit sollte sich das jetzt noch ziehen? Boom. Und go. Yes, Nickel ist aus dem Rennen. Frustrierend genug war es ja. Aber läuft bei uns. So langsam komme ich wieder rein.
Chao Wu will, dass du den bestellten Wagen lieferst oder sonst. Oder was sonst will er uns... Ah ja, genau, er hat ja gesagt, er will uns umbringen, wenn wir es nicht tun. Der einzige Grund, warum wir noch leben, ist, dass wir ein guter Fahrer sind. Naja, schauen wir mal. Aber nicht mehr in dieser Folge. Ich habe irgendwie die Schnauze voll für heute. Irgendwie ist halt einfach kein guter Tag. Aber ich wünsche euch trotz all dem einen wunderschönen Tag. Macht's nicht gut, macht's besser. Ich hoffe, ihr habt bessere Laune wie ich heute. Ciao.